Ohne unbescheiden zu wirken, das wollen. Ohne unbescheiden wirken zu wollen. Dieser jemand bin ich. Ich könnte ja auch mit einer Replik zufrieden geben, aber das wäre ein falscher Diamant. Es ist einfach nicht dasselbe. Ihr solltet eure Maßstäbe tiefer ansetzen, bevor sie euch in den Kerker bringen. Das Haus der Wunde ist nahezu uneinnehmbar. Ein wahres Bollwerk. Ich werde meinen guten Namen nicht für so ein tollkühnes Abenteuer aufs Spiel setzen. Das ist wahrhaftig eine schwierige Aufgabe, die ihr mir vorgesetzt habt, Kleiner, aber ich werde die Herausforderung annehmen. 500 Goldmünzen für all das, hä? Das ist kein schlechtes Angebot, aber ich denke, ihr könnt ein besseres machen. Es ist ein gewagtes Unterfangen, das gebe ich gerne zu. Vielleicht kann ich euch die Sache ein wenig schmackhaft machen. Ich will euch einen Zaubergegenstand aus meiner privaten Sammlung dazugeben. Es fällt mir schwer, mich von einem meiner Schätze zu trennen, doch ihr sollt mir es wert sein. Genügt euch das? Es ist ein Anfang, doch noch nicht süß genug, um den bitteren Geschmack aus meinem Mund zu bekommen. Was habt ihr noch? Na, sind wir mal nicht so gierig und sagen, ja, wir machen's. Ausgezeichnet. Oh, das wird ein herrliches Bubenstück. Nun gut, ich will euch nicht von euren Vorbereitungen abhalten. Jetzt könnt ihr mal beweisen, was wirklich in euch steckt. Ein ausgefuchster Luderjan wie ihr wird sich gewiss den Laden erstmal gründlich ansehen wollen. So sagt man wohl in eurer Branche. Die Wachwechsel abpassen und all das. Ach, ich wünschte, ich könnte dabei sein. Mich dünkt all das so märchenhaft, doch ich muss mich nun verabschieden. Sobald der Einbruch gemeldet worden ist, treffen wir uns wieder hier. Heieiei, es ist einfach zu köstlich. Ja, ich werde mich im Handumdrehen. Ich habe zugestimmt, für einen Gnomen Elfgesang in das Haus der Wunder einzubrechen und einen Gegenstand. Namens Teleskop zu stehlen. Mhm. Einen ollen Feldstecher will der. Ihr braucht nur zu fragen. Hi, wer bist hey, du? Kollege. Kann ich euch helfen, wenn ich verschwinde schnellstmöglich? Ich habe gerade meinen Spaß. Dann lasse ich mich nun gerne unterbrechen. Es tut mir leid, euch zu stören, Freund. Ich ziehe gleich weiter. Lady Elnie Philandra. Hallo Lady. Der Barde ist hier. Was wünscht ihr? Guten Abend allerseits. Ich bin Elif, Eigentümer und Besitzerin des Elfgesangs. Ich hoffe, das Elfgesang bietet, was ihr sucht, was auch immer das sein mag. Ich würde mich an eurer Stelle vor der Kundschaft in Acht nehmen. In letzter Zeit sind sie alle etwas gereizt. Abgesehen davon, dass alle ein bisschen verhemmt aussehen, erscheinen sie mir recht normal. Was haben wir hier zu fürchten? Warum sollte hier das Gefühl von Melancholie so besonders stark sein? Herrscht nicht entlang der gesamten Küste getrübte Stimmung? Vor diesem Pöbel haben wir nichts zu befürchten. Wenn die uns bedrohen, werden sie sich ganz schön wundern. Nehmen wir mal das Mittlere, das klingt poetisch. Es ist kein normaler Bürger, den wir verloren haben, sondern unsere Dame. Häufig werden wir von einer seltsamen Geisterstimme beehrt, der Stimme einer Elfe, die ihre im Meer ertrunkene Liebe betrauert. Ihre Stimme ist recht hübsch und sie war auch der Hauptgrund dafür, dass ich dieses Etablissement hier gekauft habe. Sie hat aber nun schon länger nichts mehr von sich hören lassen. Das ist sicherlich ein Omen, aber ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Ich hätte gedacht, dass die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes zu belanglos wären, als dass es die Toten scheren würde. Aber die Dinge sind oft komplizierter, als sie aussehen. Ich schätze, sie sind doch oft einfacher, wenngleich die Realität mein Argument nicht so richtig zu stützen vermag. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich wünsche euch einen angenehmen Aufenthalt. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Okay. Kaufmann. Hallo, Kaufmann. Oh, zwei Raufbolde. Dann habe ich ihm gegen seinen Kopf. Hab Schwachkopf, sehen wir etwa aus, als ob wir mit euch reden wollen? Dann habe ich ihm gegen seinen Kopf treten, bis er tot war. Dann habe ich ihm gegen seinen Kopf treten, bis er tot war. Guck
Gucken wir mal, ob der Kaufmann sowas zu sagen hat. Ich habe die besten Preise diesseits von Kamir. Einen wunderschönen Tag wünsche ich. Habt ihr Interesse an etwas in meinem Sortiment? Ich habe mich bemüht, die Preise trotz der Knappheit mancher Waren niedrig zu halten. Dann zeigt mal. Oh. Verlorene Geschenk. Was macht die Halskette? Ach, Feuergeschoss, okay. Beschützer, Schildamulett, das macht Schild. Krücke der Oberflächenbewohner macht die Provision und das Restliche sind Schutzformeln. Ja, wie kann ich, wie ihr wünscht. Okay. Also hier oben im Elfgesang ist nichts Interessantes. Wie ihr wünscht. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hier ist die Küche. Please, seat yourselves whatever you wish. Hey, was stört ihr mich? Ich habe zu tun. Und hier ist der Koch. Hier außer meiner Küche macht alles kaputt. Da ist tageswerk für den Herzog persönlich kochen. Bei dem im Palast ist wenigstens nicht so viel los. Da kann man sein Essen noch in Ruhe genießen. Ja, wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. So, das heißt, wir gehen jetzt erst einmal in den Teil der Stadt. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, mein mit Vergnügen. Okay, die Tür ist zu. Wie kann ich helfen? Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und hier drin ist eine Fähre. Ihr braucht nur zu fragen. Ihr seid ja wirklich süß. Könntet ihr dem Führer einen Gefallen erweisen? Ein früher Liebhaber von mir ist mir diese Stadt gefolgt und bedroht mich mit seiner schwarzen Magie. Sein Name ist Archeon. Wenn ihr mir ein ganz bestimmtes Amulett von ihm bringt, dann könnte ich euch vielleicht auch ein paar Gefallen erweisen. Was meint ihr dazu? Archeons Blutstein-Amulett. In Baldur's Tor gibt es eine Frau, der mal den bekannten Namen der Fähre gegeben hat. Ich muss zugeben, dass ich zwischen einem Gefühl der Leidenschaft und einer unguten Vorahnung hin und her gerissen bin. Archeon, ein ehemaliger Liebhaber von ihr, soll eines ihrer Amulette behalten haben. Und sie will es jetzt zurückhaben. Vielleicht lässt sie ja mit sich reden. Lässt er ja mit sich reden. Ich traf eine Fähre in einem Haus gleich südlich der Taverne Elfgesang. Aber natürlich, Schätzchen. Wenn das euer Wunsch ist. Ein Edelsteinchen. Und nichts und eine Badewanne. Ein Kriegshammer. Und nichts. Ja, wie ihr wünscht. Also ja, mal kurz gucken. So, jetzt sind wir wieder hier. Ihr braucht nur zu fragen. Wenn man es genau nimmt, ist das daneben hier Archeons Haus. Das heißt ein faires Haus, das wir aber von der Map nicht betreten können. Nur Archeons Haus von der Map. Oberflächenbewohner können so dumm sein. So, Safana, versuch mal, deine Reize spielen zu lassen. Geht weg. Ich habe für jemanden wie euch keine Verwendung. Ihr seid vermutlich sowieso ein dreckiger Spitzel. Sagt ihr das? Sagt ihr, dass ich hier auf dem Fersen bin? Müssen wir sie erst zu Liederin machen? Das ist wahrscheinlich die vernünftigste Entscheidung, die in dieser Gruppe jemals getroffen wurde. Ja, natürlich. Ich bin die beste Wahl. Das heißt, das ist die Frage. Oh. Ein Schild. Ist das ein Schild plus 1? Ja. Sowas trägt Gain ja schon.
Okay, Taschendiebstahl ist fehlgeschlagen. Gut. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Worum geht es diesmal? Eine Kälteschutzrobe. Olaf, klar? Vita, Mortis, ja? Wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Da sieht man es. Das war das Haus, wo wir jetzt gerade drin waren. Und das ist das Haus daneben. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr seid zwar süß, aber auch dumm. Hier, nehmt diese Schriftrolle und geht. Ich kann euch zu nichts weiter gebrauchen. Dafür, dass ich den Fähre Archeons Amulett zurückgebracht habe, bin ich jetzt im Besitz einer netten neuen Schriftrolle. Hallo, Leute! So jemand wie ihr kann mir wenig nützen. So, Vampirgriff hat leider nicht geklappt, ist ja aber auch egal. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gemischtwarenladen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Ich fürchte, meine Lage ist nicht so gut gefüllt, wie es sein sollte, aber ich versuche immer alles auf Lager zu haben, was man wirklich braucht. Ich bin sicher, das reicht. Da wollen wir mal einen Blick drauf werfen. Ja, halt Standardzeugs. Nichts Magisches oder so. Wie ihr wünscht. So, hier ist wieder die Außenmauer. Was macht ein Mädchen um die Uhrzeit hier? Wenn ich groß bin, werde ich auch zaubern. Das macht Spaß. Auf meiner Klingel steht euer Name. Taxek. Hey, da bleibt, wo ihr seid. Verdammt, Michael, da ist jemand reingekommen. Schon gut, wir wollen keinen Ärger. Dies mag euer Haus sein, aber wir... Jetzt möchten wir einfach nur gehen. Macht uns keinen Ärger, ihr werdet nur ein bisschen ärmer, sonst seid ihr tot. Ihr seid in mein Haus eingebrochen. Ihr glaubt, dass das... Ich lasse euch damit davonkommen. Überlegt es euch nochmal. Ihr habt mich in die falsche Schublade gesteckt. Ich bin ein Dieb wie ihr. Mir gehört dieses Haus zwar nicht, doch werde ich euch nicht mit dem hart verdienten Besitztümer und der davonkommen lassen, die hier leben. Nehmt das, ihr wollt. Wir würden jedenfalls keinen Ärger, aber bitte tut uns nicht weh. Ich bin ein Dieb wie ihr. Ihr seid ein Dieb? Ich kann mich nicht erinnern, euch in der Gilde gesehen zu haben. Wenn ihr einer seid, dann kennt ihr wahrscheinlich auch das Kennwort für die Haupttür. Nun, wie heißt es? Favrit. Gut, das stimmt. Nun, da war bestimmt eine Verwechslung. Man macht hier drin, was ihr wollt, aber ich glaube, wir haben die meisten Sachen schon. Ja, meint, wenn das euer Wunsch ist. Können so dumm sein. Wie kann ich helfen? Mit Vergnügen, wenn das euer Wunsch ist. Ja, während die pennen. Das ist halt auch das Lustige. Wir hätten hier jetzt unten einen Kampf anzetteln können und die hätten, würden hier oben immer noch pennen. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen. So, Bürger und Bettler um die Uhrzeit. Bürgerin und Junge. Verlierer, 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 Verlierer. Kriege ich einen Lutscher? Nein. Nicht von mir jedenfalls. Bitte um eine milde Gabe. Such die Arbeit, Kumpel. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wir sollen nicht mit Fremden reden. Wenn das euer Wunsch ist, mit Vergnügen. Hier oben schläft wieder jemand. Und hat nichts Wertvolles, gut. Ja, wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.
Ja, mein Schatz, aber natürlich. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Abgeschlossene Türen sind mir immer die liebsten. Wie ihr wünscht. Für mit Vergnügen. Aber natürlich.